Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich sitze direkt vor Marlene, aber es ist mittlerweile wieder etwas später geworden mit meinen Aufnahmen und ich möchte mir die Stimmung heute Abend jetzt nicht unbedingt vermiesen. Oder beziehungsweise mich so hart stressen, bevor ich ihn dann irgendwann mal Richtung Bett wandere. Deswegen wird ein bisschen erforscht. Und mir wurde zugetragen, dass es noch eine Unterwelt zu entdecken gibt. Jetzt ist die große Frage, wo? Es wurde gesagt, der Tempel, den ich schon früh oben sehen konnte. Den Tempel, den ich schon früh oben sehen konnte. Also hier ist ja der Übergang darüber. Dieser Tempel. Nee, das ist kein Tempel, das ist ein Schloss. Oder eine Burg, eine kleine Burg. Dieser, ist das ein Tempel? Könnte das ein Tempel sein? Nee. Ah, den Tempel, den ich hier irgendwo sehen kann. Ach so, wir befinden uns in einem Untergang. Ah, Yetzirtle. Okay, das heißt der Abstieg müsste ja dann wahrscheinlich hier in Kellid irgendwo sein. Oder das? Aber wie soll ich da hinkommen? Und in Kellid bin ich doch schon echt an vielen Ecken gewesen. Bist du nicht sicher wegen Hinz? Ja, ja, genau. Sepp, das, was Sepp an der Stelle hier schreibt, ist, glaube ich, das Gebiet, in dem ich suchen soll. Sonst bin ich sehr aufgeschmissen, glaube ich. Oh, okay. Doch hier irgendwo. Oh, nee, Leute. Oh nee. Okay, Karte lesen. Wo könnte es einen Zugang geben? Entweder in der Höhle hier, könnte ich mir vorstellen. Das hier sieht nach einer Struktur aus, die spannend ist. Wo ist eigentlich mein anderer Marker? Den will ich wegmachen. Dass der mich nicht irritiert. Will ich den irgendwo unten drin? Nee. Hä? Wo ist mein anderer Marker? Kann ich die auch irgendwie einfach wegmachen? Marker platzieren. Du, nee, wo ist der andere Marker? Oh Gott. wo hatte ich mal einen Marker gesetzt, den ich jetzt vergessen habe? Ich finde ihn nicht. Ah, das ist jetzt gerade die schlimmere Suche nach diesem Marker. Das gibt's ja gar nicht. Hä? Doch irgendwo unten? Fünf neue. Ah, okay, dann. Ah, okay, alles klar, verstanden. Also gut. Das könnte ich mir vorstellen. Dann haben wir hier die Höhle, weil hier ist ja alles so schneeig. Dann könnte ich mir das hier vorstellen. Nee, aber. Ja, doch, da rechts oben die Struktur, das sieht okay aus, das hier sind Felsen. Hier sind Felsen, alles Schmutz, vielleicht noch irgendwie hier oder so, aber sehe ich jetzt im ersten Moment nicht.
Gut, also die zwei Sachen gucke ich mir, drei Sachen gucke ich mir mal an. Let's go. Oh Gott, ey. Ein geweihtes Schneefeld, Schneesturm, Gedönse, Wirk. Da heulen schon die Wölfe. Oi, cool. Einfach random eine goldene Saat gefunden, nice. Wo ist mein Marker hin? Hier einfach gar nichts. Ich fall gleich in irgendeine Schlucht. Wo bin ich? Okay. Ah, da geht's runter. Dämlicher Turm. Okay, weg. Ist der Marker weg? Was ist das hier? Kugeln, irgendwelche Kugeln. Kann ich hier. Ja, jetzt bin ich natürlich. Jetzt habe ich Aggro. Ja, hier kann ich einfach gerade mehr oder weniger gerade drauf zu. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, wie tief das hier ist. Mein Gott. Oh, Blitzer. Ey, es hält etwas auf. Yetis. Hallo. Grüßt euch. Grüß dich. Ah, sind schon wieder Blitzer unterwegs. Bisschen außen rumfahren, damit wir nicht geblitzt werden. Gib mir das. Nee, Blitzer, Blitzer. Ich habe das Gefühl, ich sollte dich verprügeln. Okay, Tunnel von Elog Anix. Tunnel klingt jetzt erstmal nicht so schlecht. Drachenfürsten. Ach so, du meinst Pascal. Ja, Pascal ist erlegt. Was ist hier die Tage auf YouTube an? Läuft. Oh, wo kommst du denn her? Lassen wir mal. Nee, da war ich jetzt noch nicht. Niklas. Bitte lassen Sie das. Mit Steinen werfen
kann man in einen Bach oder einen Fluss, aber auch nur, wenn da keine Leute drin sind, okay? Sprengsteinklumpen? Sprengsteinklumpen, das klingt auch cool. Nee, Niklas, ich habe vorhin kurz überlegt, du warst das, der gesagt hat, Nordosten von Siofra. Genau, ich hatte vorhin kurz überlegt, wer das gemeint hatte. Gibt's da noch einen Boss? Weil eigentlich bin ich dort nur mehr oder weniger wegen Bossen. Würde ich mich nochmal umgucken gehen. What the fuck? Ach so, okay. War das schon gewundert. Ja, und mehr, okay. Aha, guck mal an. Abkürzung freigeschaltet. So, wer will aufs Maul? Nee. Du blöde Motte. Was machst du denn hier? Nochmal, echt, oder? Nochmal. Ich sehe nichts. Ich habe nichts gesehen. Hey, komm wieder runter. Oh, oh. Ich brauche, glaube ich, mein Schwert hierfür. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, gibt's auf jeden Fall Schwert. Wenn ich es jetzt nicht pack, dann gibt's auf jeden Fall das Schwert. Shit. Ungeschickt. Ach so, die Nummer. Ja. Mist. Nee, was zum... Oh, nee. Kommen auf einmal hier 5 von denen. Och, nö. Okay. Also, das... Und ich glaube, dass... Es bringt mir halt, glaube ich, das Ausrüstungsgewicht brauche ich, glaube ich, nicht an der Stelle. Dann vielleicht Magie...
Weil alles andere war ja nix für mich. Gleichgewicht. Verringert den erlittenen Schaden durch kritische Treffer. Das wäre natürlich gegen den Grab, glaube ich, ganz gut. Kopfschüsse. Ja, es ist alles Sprungangriffe. Gegen Körper. Ja, dann das, komm. Wait. Nee, doch. So, komm her, du hässliche Motte. Machst du nochmal Bekanntschaft mit meinem Schwert? Hat dir das letzte Mal schon so gut gefallen, glaube ich. Oh. Das ist jetzt minimal ärgerlich. Das Geräusch kam. Mist. Aber es müsste lebenstechnisch, glaube ich, reichen, ja. Puh, bisschen lucky. Ich habe natürlich jetzt kein Dingens dabei. Nein! Oh, aber ich bin ganz voll. Mal schauen, ob mich das jetzt killt, dieses Mal. Okay. Ach, na bitte, geht doch. Hier, keine Tränke für Fokus-Dicke-Dönse dabei gehabt. Das war etwas ungeschickt. GG, Dankeschön. Easy, ja, war jetzt nicht das Allerleichteste, aber ich weiß gar nicht, liegt hier viel Loot noch von mir? Könnte sein, ein bisschen was auf jeden Fall. Danke, Leute. So, aber hier sehe ich jetzt keinen weiterführenden Ausgang. Es könnte natürlich sein. Ja, Prinzessin ist. Late Game Second Try. War der. Ist das okay? Ja, danke, danke. Danke, danke, Leute.
Ja, nee, ich wollte zur Gnade. Ich muss kurz darunter. Ich will nicht mit 140.000 Runen durchs Schneegebiet latschen. Was haben wir denn noch? Was könnte noch sinnvoll sein? Boah. Ja, boah, Stärke. Ich glaube, über 50 Stärke. Macht das noch Sinn? Geht alles nur um einen Punkt, ne? Ja, ein Damage mehr oder weniger ist schon ein bisschen was, aber hier steigt auch alles nur um einen Punkt. Manches um gar nichts. Steigt alles nur um einen. Da sind es Ausdauer, sind es wenigstens 2 Punkte und maximales Ausrüstungsgewicht ein bisschen. Also dann nehme ich das. Ja, dann auf zu 3. Mal gucken, was das ist. Also, ich darf hier noch nicht reiten, ja. Ist gut. Ich würde gerne mal noch den hier verprügeln, weil der hier so schön rumgammelt gerade. Den verprügel ich mal eben. Ach, come on. Nee, was ist das? Wilde Ratten. Ey. Ach, dann hau ich dir halt so aufs Knie. Na bitte, geht doch. Hast du irgendwas Cooles für mich? Nee? Okay. Was geht hier noch? Was war das? Ah. Auge von Jelug. Ah, noch einer. Scheiße. Warte mal kurz. Oh, ich hab ne Heavy Roll. Bossjagd eigentlich. Aber natürlich versuche ich schon auch immer noch selber die Wege dahin zu finden und so größtenteils. Es geht natürlich schon. Ich habe jetzt zum Beispiel den Hinweis bekommen, ich sollte auf jeden Fall in diesem Gebiet noch ein bisschen suchen, um im Untergrund was Schönes zu finden. Und ich weiß, dass es hier eigentlich immer auch noch mal irgendwo entweder einen Boss oder noch eine Kleinigkeit gibt. Deswegen bin ich gerade am gucken, wo hier der Loot ist, beziehungsweise der Eingang zur Höhle.
Gelbe Glut. What the fuck? Was ist jetzt passiert? Okay. Ey. Einfach mal Insta-Death. Was zum Teufel? Lebt jetzt der da oben wieder? Ja, ne, wahrscheinlich, ja. Ah, Mist, ja, ne, dann lege ich mich nicht nochmal mit dem an, das hat nichts gebracht. Dann hole ich jetzt einfach nur schnell meinen Loot, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich würde dann hier wieder verschwinden, weil das ist mir jetzt gerade doch ein bisschen zu heikel gewesen, was auch immer hier gerade passiert ist. Ich wurde vom Wahnsinn, glaube ich, getötet. Ich bin deren ihr Bruder. Warum werde ich jetzt hier vom Pferd geschmissen? Warum darf ich hier nicht reiten? Was soll das? Ach. Ja, du dämliche Mücke. Nee, ne? Ich hasse sowas. Blutung auf Entfernung zufügen. Du bist eine verdammte Ratte. Ach, fuck off. Echt mal. Alter. Ich hasse solche Gegner. Ich hasse sie so sehr. Diese blöden Arschgeigen, echt. Wait. Ich will doch nach oben. Ach so, der ist wahrscheinlich oben. Oh Mann, Sepp, Alter. Oh. Noob. Oh, ist das dumm, ey. Ey, Mücke, ich kann dich hier eigentlich gerade echt nicht brauchen, ne? So. So nämlich, mein Freund. Lol. Das war ja gerade geil, ey. Einfach mehr oder weniger instant gekillt. So, warte mal. Moment, rechts hinter mir. Das ist ein Baum? Habe ich hier mir einen Baum markiert? Ich glaube, ich habe mir einen Baum markiert.
Ja, Vollgas. Ich habe mir diesen Baum markiert. Wow. Okay, der Baum ist es wohl dann doch nicht. Ah, jetzt bin ich ein bisschen... Es könnte natürlich auch hier drüben noch irgendwo sein, aber hier sieht auch nichts nach einer Struktur aus, die mich irgendwie in den Keller führt. Außer hier drin, dass es hier nochmal irgendwo einen Weg in die Dunkelheit gibt, in Abgrund gibt. Sorry. Hier sieht's auch nicht so aus. Das ist schon wieder so, irgendwas passiert gerade im Chat. Habe ich was übersehen? War ich blind? Ihr verwirrt mich gerade total. Hä? Okay. 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 Ach du Scheiße, ist es hier dunkel? Habe ich noch mittlere Last? Passt. Mittlere Last passt. Mogwin-Palast. Okay, alles klar. Let's go. Hier in der Ecke bin ich jetzt. Ach du Scheiße, sieht das wild aus hier. Material sammeln. Was gibt's hier? Ich hab halt echt noch... In diesem Spiel habe ich noch gar nichts gecraftet, ne? Also nicht wirklich. Bisschen Nahrung fürs Pferd, die ich ab und zu benutze. Aber ansonsten... wüsste ich nicht, was ich mir craften soll. Wie hier alles voll mit Blut ist, Alter. Was ist hier passiert? Ich vermute mal, dass das hier Blut sein soll. Jetzt muss ich mal auschecken, was hier für Gegner auf mich warten. Aber ich denke mal... Ihr seid Keulenkills. Ich glaube, ihr seid alle Keulenkills. Die sitzen hier nur rum, die muss ich gar nicht killen. Wow! Nee! Nicht stachelig, bitte. Oh! Ihr seid ja geil. Ihr seid ja geil. Was ist das da unten für ein Wesen? Haben wir da wieder so ein T-Rex... Eine T-Rex-Dogge, aber diesmal mit Fäulnis. Oh nee, hier unten ist Fäulnis unterwegs. Oh Mann. Hallo.
Blutrose. Miedestein 6. Oh, ist das jetzt hier schon Fäulnis? Nee. Eher so Blut oder so. Was hast du für mich, kleiner Käfer? Was hast du für mich? Kriegsasche Blutzoll. Okay. Huch, wo kommt ihr denn her? Nicht durch die Gegend rollen, bitte. Heldenrune läuft. Kann man gebrauchen. Also, Leute, ganz ehrlich, hier so eine Prozession mir anschauen, weiß ich nicht. Und jetzt jeden Wischmob hier wegzukillen. Was bist du? Ein Vogel. Ah, das sind Vögel. Wir schauen uns mal um. Oh, hi. Rufst du den? Ja, hör mal auf damit. Besser ist es. Aufhören. Ja, den Loot will ich schon haben. Aha. Ey! Wie jetzt? Hier darf ich nicht mit Pferdchen hoch. Mausoleum der Mogwen-Dynastie. Karte. Haha, cool, okay. Der hatte also die Karte. Wer hat denn noch Aggro auf mich? Gleich keiner mehr. Ja, hier, Kondition passt schon. Weiß nicht, ob ich noch mehr als 50 Stärke brauche. Ach, guck mal an. Cool. Okay. Ich würde fast sagen, ich bin hier auch schon auf dem richtigen Weg nach da oben. Gibt's hier nur einen Boss oder gibt's hier noch mehr? Wait. Warum bin ich hier jetzt blutig? Was zum Teufel? Holy shit! Okay, dann greife ich euch halt nicht an. Lasst mich mal durch, bitte. Einen. Okay, cool. Riesenbobbel. Ja, ich will hier durch, danke. Aha, Blutverlustboli läuft. Wen betet ihr an? Ich werde es gleich rausfinden, denke ich. Ist das der Boss-Run, den ich hier gerade gemacht habe? Oder gibt es hier noch eine Kleinigkeit? Eine Gnade oder so? Was bist du?
Du bist ein mieser Typ, der hier einfach aus dem Boden rauskommt. Hey, ein Händler. Oh, dear. Ja, schon. Vielleicht ein bisschen. Runenbogen, blutstillende, lindert drohenden Blutverlust. Weißt du was? Die kaufe ich dir einfach mal sicherheitshalber alle ab. Wie Kundschaft hat der an der Stelle nicht? Nee, sicher nicht. Und dann... Ich habe schon 16 Runenbogen. Und die könnte ich auch mal anfangen zu benutzen, ne? Eigentlich könnte ich den ganzen Mist hier auch verkaufen, aber das sind halt auch nur... Die hier geben 100... weiß ich nicht. Die geben ein bisschen mehr, aber ist auch nicht, macht den Kohle auch nicht fett, ne? Das gibt auch nur ein bisschen was. Ja, die eine oder andere Waffe könnte ich vielleicht auch loswerden, aber das gibt alles nur so Peanuts. Alles Peanuts, lohnt sich nichts. Lohnt sich nicht wirklich, was zu verkaufen. Wieso bist du jetzt da aus deinem Loch gekrochen? Ha? Das lassen wir. Nein, geh hier raus. Oh mein Gott. Hässliche Grütze. Fürstenrune. Da habe ich nur vor Marlene bisher eine gefunden. Ja, okay, ihr seid solche Humpels. Nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Da hinten leuchtet auch was, das ist auch so ein Bait. Nee, das ist Bait. Bin ich von hier gekommen? Nee, das ist eine Gnade. So. Hallo Jungs, lasst euch von mir bitte nicht stören. Ah, ist das Michael, den ihr da seht, stehen, anbetet? Hi, was ist mit dir los? Was ist dir denn passiert, mein Lieber? Erinnert mich an irgendeinen anderen Boss, das gab's doch schon mal. In so einem Ei und der Arm und so. Irgendwo habe ich das doch schon mal gesehen. Was für eine Waffe trägst du, mein Lieber? Dearest Mikola. Ah, da ist Michael. Habe ich mir doch irgendwie fast gedacht. You must abide alone a while. Welcome, honored guest. To the birthplace of
Ach du Scheiße, okay. Cool. Hi, grüß dich. Morg, Fürst des Blutes. Oje, Blutverlust ist auch echt so eine miese Nummer, ne? Lass mal sehen. Ah ja, okay. Die Nummer. Okay. Das ist schwierig. Ups, zu früh. Warum habe ich so einen roten Scheiß um mich rum? Das gefällt mir nicht so gut. Ah, zu früh gesoffen. Shit. Da habe ich nicht mit dem Nachsetzen gerechnet. Ach fuck, was ich hier für ein... Ich hab's Timing nicht. Nein, ich bin ja schon... Oh mein Gott, habe ich schon so viel gesoffen. Wie oft er mich getroffen hat, weil ich das Timing verkackt habe. Ja, Kollege Schnürbacken, ich habe das Gefühl, wir beide sind Schwertkumpels. Wir beide sind sowas von Schwertkumpels. Vielleicht sogar Parierkumpels. Ah, jetzt kann ich... Ja, ich probiere es jetzt erstmal mit Schwert, mal gucken. Weil ich muss dann zur Gnade. Einmal hauen bitte, damit ich das mit dem Parieren probieren kann. Okay, nee. Nee. Ey, komm. Ich will deine... Nee. Nee. Ah, ich glaube, nee, parieren ist es nicht. Weil er zu wenig, er schlägt zu wenig mit seinem Dreizack zu. Mit dem, was zählt das als Speer, Hellebarde? Zwei reichen hoffentlich, mal gucken. Arzneimischung haben wir. Ja, ja, passt schon. Das ist okay. Aber hier kann ich noch mal was anderes machen. Weil das brauche ich, glaube ich, jetzt nicht mehr. Erhöht Robustheit, Immunität und den Fokus. Was ist Immunität und Robustheit nochmal? Könnt ihr mir das hier helfen? Oh, das ist schon mal ganz nice. Auf jeden Fall mehr Blutung. Frost und Blut, ja, guck mal, das ist doch nice. Kommt dir der Boss bekannt vor? Das gibt 3-4 Bosse, die sehr, sehr ähnlich sind. Oh.
Ausdauer, Lebenspunkte, Ausdauer, vielleicht auch das hier. Ausdauer, Lebenspunkte brauche ich nicht so viel, aber ein bisschen mehr Fokus könnte. Das ist ein Hit mehr, bevor ich saufen muss. Ja. Probieren wir es mal so. Kommt dir der Boss bekannt vor? Ich bin gerade am Überlegen. Er sieht ein bisschen aus wie Morgoth und wie Margit. Morgoth, Margit, das sind wahrscheinlich alles Brüder. Mog. Alle mit M. Warum heißen die hier alle irgendwas mit M? What the fuck? Nihil, Nihil, ja. Das da, das, dazu darf es nicht kommen. Da muss ich schauen, dass ich ihn vorher davon irgendwie... Ah, vor den drei Fingern habe ich ihn schon bekämpft. Guck an, okay. Da könnte mir der Trank hier bei helfen, dass ich ihn schneller... da rausbringen. Wie werde ich das wieder los? Das wird jetzt... Okay, er hat sich auch noch geheilt, ne? Er hat sich dabei geheilt. Alter, und es explodiert. Okay, wow. Ach, diese scheiß Blutblödsinn-Kacke da, ey. Ey, das ist ja mal so scheiße. Oh, aue, überall, überall sifft es rum. Alles voll von seinem Aue-Scheiß. Ach ja, lauf halt vor mir weg. Is mine and mine alone.
hält sich dabei. Okay, und ich kann es auch nicht vermeiden, dass er dieses Nihil Nihil macht. Du bist so eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? Ich bin wieder da. Paul, du Mistsack. Ich üb den gerade hier. Ich lerne den kennen. Wir schnuppern ein bisschen aneinander. Der Gute. Und ich. Ah, hör auf mit dem Blutscheiß, Mann, ey. Ach komm, ey. Na, shitty. Ach so, ja, ich stehe ja jetzt wieder so scheiße, dass ich nicht... Scheiße, ich muss hier viel zu viel saufen. Das ist nicht geil hier. Das ist gar nicht geil. Okay, das ist scheiße. Ich kann ihn nicht davon abhalten, oder? Kann ich ihn von dem Scheiß irgendwie abhalten? Das ist, also... okay, boah, Leute. AOE-Blödsinn und dann auch noch unvermeidbarer Superschaden. Das ist ja mal wieder spaßig hier. Mächtige Attacke versus mächtige Attacke, ja. Schon ein bisschen. Aber er kann mich zumindest aus meiner mächtigen Attacke, kann er mich davon abhalten. Ich kann das... Boah, ich kann ihn da wirklich... Boah, da brauche ich das richtige Timing in dem Moment. Dass ich möglichst viel Schaden da vielleicht mache. Ha, weiß ich nicht. Ach, echt jedes Mal. come on. Hab ich ein scheiß Timing gerade? Ja, hallo. Rollen. Damage. Ach so, jetzt konntest du auf einmal einen halben Meter schneller laufen. Wow. Ach, schon wieder nicht das Timing getroffen für den Scheiß. Ich muss viel zu viel laufen. Ah, wie ich es nicht mit dem Timing hab gerade, gar nicht. Sein Timing. Ist anders. Scheiße.
Item gegen Mog. Jetzt, das ist aber... Das ist bisschen hart gebackseat-gamed an der Stelle, oder nicht? Also es muss ja dann fast ein Talisman sein, oder? Wait. Kann ich das dafür benutzen? Weil das ist Blutverlust in der Nähe, aber ich mach den Blutverlust nicht, aber das ist ja egal. Da steht ja nur Blutverlust in der Nähe. Ja, tatsächlich, jemand, also auch ich. Bin mal gespannt, wie viel Schaden, wie viel mehr Schaden ich jetzt mache. Ah, das war ungeschickt. Mist. Jetzt verdecken seine Flügel auch noch seinen Angriff, damit ich ja bloß nicht sehen kann, was er macht. Weil sonst wäre es ja noch zu einfach. Fuck. Aber ich habe nicht mehr Schaden gemacht irgendwie, also keine Ahnung. Blutverlust, also währenddem meine Leiste da stieg. 900 Damage mit dem Ansturm. Okay, das waren jetzt 1700. Okay, das war mehr. Ah, okay, doch. Ah, dass ich da das Timing nicht krieg, ey. Ist bisschen schade. Ja, die Heilung ist halt auch minimal nervig an der Stelle. Ah, scheiße. Oh, come on.
Ah, fuck, da kommt noch einer hinterher, wenn er den jetzt macht in der zweiten Phase. Gut, da haben wir wieder den. Dass man das nur gegenheilen kann. Also ich muss erstmal Timing besser hinkriegen. Genau, das darf nicht passieren. Das ist schon der erste Schaden, der nicht passieren darf, genauso wie der. Sowas darf nicht passieren. Alles dumme Fehler. Alles Fehler, die nicht passieren dürfen. Dass ich hier dreimal saufen muss. So, den kann ich von mir aus schlucken, das bisschen, solche Dinger, weil das ist halt AOE. Diese Dinger darf ich nicht schlucken. Ah, ja, okay. Das AOE-Zeug ist halt sehr schade, dass da schon wieder sowas gemacht wird. Aber mei, was soll's, da muss ich jetzt halt durch. Aber der Rest ist erkennbar. Es ist erkennbar, wann er es macht, wie er es macht. Dann hat er das Ding, den Nihil. Das Einzige, was hier tatsächlich echt schade ist, dass man es einem erschwert durch AOE. Das finde ich, naja. Bin ich kein Freund von. Dass das die Nummer ist, die einen Bosskampf schwer machen muss. Aber das wisst ihr ja. Was ich davon halte. Shit. Lauf halt nicht weg, Mann. Dieses nach hinten weglaufen, ey. Scheiße, da für den habe ich das Timing noch nicht. Dass das trifft, ne? Scheiße. Das darf nicht treffen. Das ist auch nicht schwer auszuweichen, aber ich bin halt ein Noob. Weil ich mich auf alles andere konzentriere in dem Moment. Ich schaue auf meine Heiltränke, ich schaue auf mein Leben, ich schaue auf sein Leben und nicht darauf, dass er schlägt. Da habe ich überall hingeguckt, nur nicht auf ihn. Aber insgesamt viel besserer, tausendmal schönerer Bosskampf als... Es ist erkennbar, man hat hier zwar auch wieder einen Angriff, der bei dem man den Schaden nicht vermeiden kann, aber man kann zumindest, man wird nicht gestunlockt. Man wird nicht gestunlockt und... Währenddessen heilt sich der Gegner an dir. Sondern es ist ein bisschen, es ist angenehmer, viel angenehmer so.
darf nicht treffen. Ich weiß ja, dass es kommt. Das darf nicht treffen. Ich hab schon wieder, bin ich zu früh ausgewichen. Mann! Jetzt weiß ich auch, was der Scheiß um mich rum soll. Bin ich echt halb so wild, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dass da die Reichweite erhöht wird, ist auch fies. Und diese scheiß Grütze am Boden, ey. AOE Blödsinn, AOE Scheißdreck, ey. Das... Oh. Warum muss denn sowas den Gegner schwer machen, ey? Ah. Ah. Die Grütze am Boden. Ja gut. Leute. Was geht so? Scheiße. Die Zuschauer nur Manga lesen? Hm. Da. Du hast aber auch ein dummes Timing, Kollege. Wirklich. Ein richtig arschiges Timing. Ach, als ob es mich schon wieder hinter ihm trifft. Ja, fuck. Dito, okay, Niklas ist auch am Manga lesen, echt? Nice. Ist sehr witzig. Ach, er hat so ein fieses Timing auch, ne? Ah, da muss man wirklich überlegen, wann trinke ich? Wann habe ich Zeit zu trinken? Und ich darf mich nicht so viel treffen lassen von seinen... Bin gerade am Überlegen, ob die Keule vielleicht nicht doch... die bessere Wahl wäre. Ah, Mist. Ich wusste, dass das kommt und hab's gekonnt ignoriert. Dummes Timing gehabt.
ich krieg ihn da nicht mehr raus, ne? Ich krieg ihn da nicht mehr raus. Sobald er einmal diesen roten, das rote hier macht, dann ist vorbei, ne? Shit. Ja, man braucht auf jeden Fall drei Tränke, wenn er, Nihil ruft. Und ich krieg ihn auch, man kann ihn da nicht mehr rausbringen aus dem Ding. Ich hab's gerade mehrfach, hätte es passen müssen von meinem Angriff, von der Duellfähigkeit. Es hat nicht funktioniert. Man kriegt ihn da nicht raus. Man kann ihn auf keinen Fall unterbrechen. Schade. Also vielleicht geht's irgendwie, aber ich hab's jetzt nicht gesehen. Ach. Mist, falsches Timing. Gut, aber drei Tränke weniger, dann habe ich halt... Und ich brauche eigentlich nicht so viele Fokuspunkt-Tränke, glaube ich. Ich glaube, einer würde reichen. Dann hätte ich noch einen mehr. Sieben Stück, aber sieben Heiltränke für den Kampf müssten eigentlich auch echt genug sein. Ich lasse mich halt teilweise echt dumm treffen. Du bist etwas beruhigt. Nee, es ist Hassmechanik, die hier passiert. Das ist absolute Hassmechaniken, die hier am Start sind. Deswegen brauchst du dir da, glaube ich, keine Sorge machen, dass ich den schnell lege. Weil es ist AOE. Seltsames Timing. Also hauptsächlich AOE. AOE ist das, was mich halt, was ich am meisten hasse, diese Magie. Und dann ist es auch noch ein Blutverlust, der echt mies ist, aber geht schon. Ich habe es ein bisschen unter Kontrolle. Ich bin schon am Überlegen, ob ich Bolis mitnehmen soll. Ja, das ist es halt, ne? Melee-Build, also wirklich, es ist voll. Es ist komplett voll mit Grütze. Was sehr ärgerlich ist. Ah, jetzt bin ich einen halben Zentimeter zu weit weg, ey. So, und jetzt ist die große Frage. Ja, und jetzt ist halt, das ist so scheiße, ne? Ach, alles voll mit Dreck, ey. Du hegst Groll gegen die Duellattacke. Komm, wir nehmen ein bisschen die Keule. Versuch's mal mit der Keule. Komm. Keine Duellfähigkeit mehr. Ist auch ein bisschen langweilig, oder?
Also das auf jeden Fall. Das ist eigentlich cool. Dann hätte ich hier gerne noch das hier. Damit sind wir auf einer mittleren Last. Das passt. Dann kann ich... Keule raus. Genau. Dann kann ich die Flaschen umverteilen. Dann habe ich 12 Heiltränke. Das ist auch ganz nice. Ja, genau. Dann noch die... Ja, nee, um Gottes Willen, Miko, ich bin auch voll dafür, mal jetzt was anderes zu testen, weil... Ja, das passt aber eigentlich. Verringert Schaden und Haltung brechen, will ich ja. Nee, ich finde die Keule cool, die macht richtig Bock. Ich finde auch die Duellfähigkeit macht Bock. Alles easy. Ich glaube, das passt so. Ich finde es ganz nett, dass das, also der Boss-Run ist hier ganz kurz, aber dass es hier trotzdem einen Marikas Fall gibt, finde ich echt nett. Das ist cool irgendwie. Ich weiß zwar nicht, warum sie das gemacht haben, aber... Ah, okay, nee, da kann ich nicht zweimal hauen. Okay, die Keule ist einfach so viel krasser, ne? Aber er heilt sich, egal wie viel Schaden ich ihm gemacht habe, auf das gleiche... Auf den gleichen Dinger hoch? Nee. Er war ja fast down gerade, währenddem er Nihil gemacht hat. Scheiße. Heilen, 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 saufen, saufen. Scheiße. Falsches Timing. Habt ihr das gesehen, wie er fast tot war, währenddem er Nihil gerufen hat? Okay, ich bin wesentlich weiter gekommen mit der Keule. Mal gucken, ob das nochmal so gut funktioniert. Aber er heilt sich auf über 50%. Ja, Niklas, ich glaube auch, das ist es. Die Keule ist es halt. Ah, Mist. Ah, das war dumm von mir. Ich weiß ja, dass der Letzte da noch kommt. Vor allem viel mehr Heilung hinten raus, weil ich einfach 12 Heiltränke habe. Das macht einfach mega viel Sinn hier. Die Ausrüstung mitzunehmen. Ah, shit. Ah, fuck. Falsches Timing. Ich drücke dann ausweichen und dann weiche ich direkt aus, sobald ich es kann. Und das ist aber das falsche Timing. Ich muss ausweichen, wenn der richtige Moment gekommen ist. Da bin ich in Panik. Das ist ein Panikausweichen, das da passiert an der Stelle. Tja. Auch nach so vielen Stunden. Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Lies of P.
Elden Ring. Ist die Panikrolle immer noch ein Teil von mir. Habe ich Lies of Pi gesagt? Das ist natürlich falsch, das heißt Lies of Pi. Shit. Ah, fuck. Ah. Mit 9 Heiltränken. Oh, come on. Bin nicht zum Saufen gekommen, weil die Schadensgier groß war in dem Moment. Ich hätte von Anfang an mal bei der Keule bleiben sollen. Dann könnte es sein, dass er schon down wäre. Ich glaube, mit der Keule wäre es schneller gegangen. Ich habe mich ein bisschen zu sehr aufs Messer versteift. Oh, ich sehe nichts. Ach, fuck. Beim nach Boden stoßen kommt ja noch einer. Kannst du mal ganz kurz aufhören, bitte? Und mir einen Moment geben? Scheiße. Nicht schon wieder mit vollen Heiltränken sterben hier. Ah, das war knapp. Die Duellfähigkeit die bessere Wahl ist? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Hätte ich auch gedacht ganz am Anfang, deswegen habe ich sie auch lange versucht. Und das mit der Keule gerade war ja nur so, ja, ein bisschen Abwechslung. Lass mal was anderes machen, nicht immer den gleichen Scheiß. Schade, ich habe gehofft, ich kriege ihn raus. Ah, das war dumm, dass ich da geschlagen habe.
Da hat mich das eine, die eine Gier nach ein bisschen Damage hat mich da gekillt. Hätte ich ausweichen müssen. Die Bleed Proc, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Die knallen echt übel rein bei ihm. Also wahrscheinlich, die knallen halt einfach rein, ne? Das ist halt so, ne? Ach, ah, fuck. Ich hatte zu wenig. Ich hab's mir fast gedacht. Ich hab's mir fast gedacht. Ja gut, es kann ja sein, dass er resistent ist. Aber so wie ich das verstanden habe, sobald ich ihn vollkrieg mit Blutung, mach ich einmal irgendwie 20% Damage oder so. Also 20%. Und ich hau ihn ja oft mit der Keule. Also es ist ja nicht so, dass ich ihn nur fünfmal hau oder so. Ich glaube, es sind 10 Treffer oder so, die ich brauche. Ach Mann, ey. Ah, dass das trifft da an der Stelle, ärgerlich. Timing, 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 Scheiße. Kein Timing mehr gehabt und dann in seiner Grütze am Boden. Ich bin hauptsächlich an der Grütze am Boden gestorben. Ich bekomme ihn fast vorm Nihil down. Ja, ich hab's auch bemerkt, aber sobald sein Nihil kommt, kann ich halt nicht. Ich krieg nicht genug damit raus in dem Moment. Vorphase 2 nuked. Okay. Hätte ich vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr auf Stärke killen sollen. Vielleicht hätte es dann gereicht für Mog. Mog Phase 1 Kill. Hätte ich mal noch ein bisschen mehr auf Stärke geskillt, dann wäre es eventuell möglich, dass er vor Phase 2 stirbt. Also beziehungsweise vor Nihil stirbt. Ja doch, das ist Phase 2, ja. Aber so glaube ich nicht. Ach, dass das mich da trifft, ist auch so ärgerlich.
Scheiße! Ich wollte vorher trinken. Kacke! Ah, Mist! Aber er heilt sich tatsächlich jedes Mal auf die 50%. Es ist scheißegal, wie viel ich ihn vorher runterknall. Würde er sich auch nur auf 50% heilen, wenn ich ihn nur ein bisschen, also wenn ich ihn nur auf 50% mache? Oder kommt mir das halt gerade so vor? Nein, jetzt killt mich wieder die Grütze. Oder auch nicht. Mist. Mist, Mist. Scheiße, Zeug, keine Ahnung, Grabsteine. Zu früh. Ah, zu früh ausgewichen. Panik. Er hat dann bestimmt wieder 70%. Ja, dass ich ihm weniger Schaden mache beim Nihil. Müsste ich mal gucken. Eigentlich, ja, schwierig. Ob er sich da nur bis zu einer bestimmten Prozentzahl heilen kann, oder... Oh. Komm mal her, du. Nee, in Grütze kämpfen wir nicht, Kumpel. Ich seh nix. Hä? Lol. Okay. Nicht in Grütze kämpfen. Ich hasse es alles. Du kannst keinen Meter laufen, ohne einen Haufen Schaden zu kriegen. Oh. Aber, und es ist so knapp. Und ich sterb nur an... Mili, nicht Mili, an AOE-Grützen-Scheiß. Mann.
dass das die Dinger sind, ne? Das sind die Dinger, die ich nicht kann, die ich nicht will, die ich ganz schrecklich finde. Bleib stehen! Ich habe das Gefühl, er heilt sich immer exakt an auf dasselbe Leben. Und jetzt kommt die Scheiße wieder. Jetzt kommt die große Scheiße wieder. Wo ich einfach, weil er halt AOE-Schaden macht, nicht zum Zug kommen. Ja, weil alles voll mit seiner Scheißgrütze ist, ey. Oh, ist das ärgerlich. Schade. Ach, schon wieder so knapp. Aber diesmal bin ich auch gnadenlos drin stehen geblieben, ne? Hab nicht versucht, dem irgendwie auszuweichen. Ah, fuck. Wieder zu früh. Mist. Mist. Ah, in seine Scheißgrütze rein. Fuck. Weil ich schon wieder in irgendeinem Scheißzeug drin stehe. Ach Mann! Sonst hätte ich ein bisschen Leben noch gehabt am Ende. Das gibt's nicht. Das ist schon wieder so ein... Noch ein Versuch. Ich krieg ihn. Er ist fast down. Noch ein Versuch. Das gibt's doch nicht. Warum stirbt er nicht? Ich schaff das jetzt. Der stirbt jetzt. Ah, Hilfe, Leute. Ah.
Fuck, ich sehe es halt auch nicht in dem Moment. Kacke. Jetzt war ich in der zweiten Phase, habe ich jetzt versucht, mehr mich darauf zu konzentrieren, auszuweichen und nicht getroffen zu werden. Hat ganz gut funktioniert, leider habe ich ihm halt keinen Schaden gemacht. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, wenn ich es tatsächlich schaffe, in der bis zu seinem Nihil keinen Schaden zu erleiden, kann ich seine ersten beiden Nihils tanken. Dann kann ich die ersten beiden tanken und muss erst... Und muss erst, also wenn ich volles Leben habe, ich muss ja nicht keinen Schaden kriegen, aber wenn ich volles Leben habe. Wichtig ist, dass ich volles Leben habe. Mist, naja, das war schon nix. Oh, das war jetzt wichtig. Darauf habe ich mal gehofft, dass ich das in der zweiten Phase krieg. Nein! Ich weiß auch nicht, was das für eine Explosion ist, wie die mich trifft, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie die mich treffen kann. Diese Explosion ist so komisch, das denke ich mir schon seit von Anfang an, denke ich, warum trifft die mich da? Die weirdeste Pizza aller Zeiten, Paul, jetzt sind wir alle gespannt. Was war die weirdeste Pizza aller Zeiten? Fuck. Brezelteig mit Weißwurst, süßen Senf und Schmand. Okay, das klingt gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Hey, hier geblieben. Fuck. Ach komm. Nix gegen Ananas Lieblingspizza, seit ich 8 bin. Ich find's auch nicht so schlimm. Ehrlich gesagt, Schokopizza. Oh Gott, jetzt hört mit so einem Zeug auf, wie so Süßkram. Das ist dann keine Pizza, das ist ein Keks. Ein weichgebackener Keks, der nicht genug gebacken wurde, ist eine Schokopizza, Mann. Ah, Thunfisch. Ich liebe Thunfisch, aber ich kann es aus Gewissensgründen nicht mehr essen. Und alle Tiefseefische tatsächlich schon lange nicht mehr. Also da gibt's ja so den einen oder anderen. Ah, nee. Oh, ich hab den... Ach, weil er auf der Treppe ist. Scheiße. Sehr weird, aber geil. Ey, also ich würd's gerne probieren. Brezelteig, Weißwurst, süßer Senf und Schmand. So, letzter Versuch. Kommt, Leute, oder? Letzter Versuch. Das ist schon wieder so ein... Bis 0 Uhr, habe ich gesagt. Jetzt ist 5 vor 0. Vegan, vegetarisch? Nein, so weit bin ich noch nicht. Es gab eine Zeit, da habe ich es mal, sehr wenig Fleisch gegessen. Das hat sich in letzter Zeit aber
wieder ein bisschen, ja, in die andere Richtung entwickelt. Ich möchte mal gucken, dass ich wieder ein bisschen weniger Fleisch esse. Ich versuche aber bewusst Fleisch zu essen, zumindest. Ach fuck, ich wollte da drüber hüpfen. Das war eine dumme Idee. Ein Versuch geht noch. Also vegan finde ich auch echt ein bisschen krass. Das muss man schon. Das muss man schon machen. Wollen so richtig und sich auch voll drauf committen. Ansonsten. Keine Chance. Aber vegan würde ich zum Beispiel auch nicht machen. Ich esse viel zu gerne Käse. Nichts geht über einen Gürtelbergkäse. Bewusst essen generell, ja. Ja, das mache ich tatsächlich zu wenig. Sollte man mehr tun, absolut. Drive bis 0 Uhr. Na gut, machen wir. Let's go. Und dann der letzte. Schon wieder ganz schlechtes Timing. Ich will ihn nicht auf der Treppe stehen haben. Diese dämliche Grütze, ne? Und überall kriege ich Schaden um ihn rum. Ich kann nicht ausweichen, ohne Damage zu kriegen. So eine Scheiße, ne? Ah, Leute, Leute, Leute. Ja, und Tiefseefisch ist einfach Überfischung und so. Ich versuche halt auch meinen Teil zu leisten. Und wir schauen auch, dass wir, wenn Fleisch kaufen, dann immer die Haltungsform auch passt. Die steht ja zum Glück fast überall mittlerweile drauf. Ich würde gerne, bei uns in der Umgebung kann man die Kuh vom Bauern kaufen quasi. Und ihr mehr oder weniger beim Wachsen zuschauen. Scheiße. Und dann wird die Kuh geschlachtet, die du kaufst quasi und kriegst dann direkt von der Kuh und kannst gucken, kannst da vorbeifahren und dich esse ich eines Tages. Das ist voll makaber, ne? Aber
Dass ich da Damage krieg. Ich war in der Rolle. Keine Ahnung. Du kriegst dann halt, also da muss man natürlich auch genug Platz in der Gefriertruhe haben, ey. Du kriegst dann wirklich einen riesigen Haufen an Zeug. Filet, Würste und alles. Nee, die Nummer 2 machen wir mal noch nicht. Wart mal ab, bevor du hier weitermachst. So, und jetzt kommt der Scheiß wieder. Der mir unendlich viel Schaden macht. Und ich sterbe am Feuer. Ich sterbe am scheiß Feuer, das da unter mir brodelt. Ich sterbe an diesem scheiß Feuer, in dem man dann drin steht. Es reicht ja nicht, dass man Blutverlust kriegt. Nein, die Arena muss auch noch brennen. Letzter Versuch. Es reicht ja nicht, dass es ein AOE-Blutverlustschaden ist. Nein! Komm, lass die Arena auch noch anzünden! Oh Mann. Alter, die Reichweite von ihm. Fuck. Kein gutes Pattern gerade. Das wird schwer. Ja, er heilt sich. Ich habe gerade den Blutverlust-Proc gekriegt, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber er hat sich einfach trotzdem geheilt. Bis 51% oder 52% oder wie viele das dann sind. Er heilt sich immer auf dieselbe, aufs selbe Ding, hätte ich jetzt gesagt. Wirklich. Also ich brauche ihm eigentlich während seines Nihils keinen Schaden machen, was sehr, sehr schade ist, weil ich ihm viel Schaden machen kann währenddessen. Wie nutze ich das für mich, diese Information? Weglaufen? Nee, bringt nichts. Ach komm. Wahrscheinlich mindestens auf 50%. Er kann sich höher heilen. Okay. Ich verklopp ihn jetzt mal nicht. Wir machen jetzt noch ganz kurz, das weil es mich interessiert. Wissenschaftlich. Das ist jetzt für die Forschung. Ich verhau ihn jetzt mal nicht, wenn er nie hielt. Wie viel er sich hochheilt.
Hier geblieben. Für die Forschung! Kein Schaden mehr. Weglaufen. Tschüss! Für die Forschung! Oh, Scheiße. Ja, okay, er hat sich mehr geheilt. Ja, und nochmal. Guck mal an. Okay. Ja, es lohnt sich also schon, den Schaden während dem Nihil zu machen. Ja. Ich weiß nicht, wie viel. Das war jetzt dumm, dass ich mich nicht geheilt habe. Ich dachte so, ich sehe das. Aber eigentlich hätte ich mich ja noch weiter heilen müssen. Er hat, glaube ich, jetzt nur 2 Nihils gemacht. Wir prügeln ihn nochmal zum Nihil. Einmal und dann heile ich mich währenddessen. Weil ich jetzt gerade vergessen habe. Für die Forschung, genau. So, reicht das schon für Nihil? Oder muss er unter 50% sein? Anscheinend muss er unter 50% sein. Komm mal her. Haben wir jetzt die 50%? Anscheinend noch nicht. Jetzt. Wie viel heilst du dich? Ey, okay, er heilt sich echt wenig. Also, die Procs, die ich gekriegt habe, die Healprox, die er gekriegt hat, währenddem ich ihn geprügelt habe, waren viel größer. Ah. Er hat ja jetzt nur ein Fitzelchen Leben dazu bekommen, wenn man ihn wirklich lässt. Aber er heilt sich, ja gut, man kann halt den Teil kann man schon, dass er 50% nur hat dann in der zweiten Phase. Und dadurch, dass er ja, sobald es vorbei ist, auch noch einen Moment stillsteht und anderen Unfug macht, kann man ihm dann auch noch schön ein paar mitgeben in die zweite Phase rein. Es war mehrfach sehr knapp. Gegen den guten mir fällt kein Name mit M.O. ein. Ein männlicher Vorname mit M.O. Irgendwas Marco? Ja, geht schon, klingt Moritz, der Moritz. Ja, wunderbar. Der Moritz. Der Moritz. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Aber Leute auf YouTube, hey, war wieder eine lange Aufnahme an dieser Stelle. Gab aber auch ein bisschen was zu sehen, würde ich sagen. Gute Versuche und so weiter. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen Abend, morgen, Vormittag, wie auch immer, wann ihr dieses Video guckt. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.